Ja, halli, hallo. Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockt Terraria in einer weiteren Folge mit viel neuem Wissen. Und ich bin ja so selten dämlich. Ich habe nach, ja gesagt, einem neuen Metall gesucht und konnte nichts abbauen. Das war eine halbe Katastrophe. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja noch eine veraltete Axt. Veraltete Albtraumspitzhacke. Ja, dann habe ich mal bei Terraria Wiki geguckt. Und da ist mir aufgefallen, ich müsste ja eigentlich eine neue Spitzhacke machen. Und dann habe ich gefarmt und ich habe gemacht. Ich habe sogar in der Zwischenzeit... warte mal, falsche Taste. Ich habe sogar Magic Mirror hier vor. Guck mal her. Ist das geil? Ich habe Tränke gemacht. Und vor allen Dingen, ich habe endlich Material, um eine neue Spitzhacke zu bauen. Das machen wir jetzt gleich auch. Mensch, das war Stress, Leute. Ich glaube, ich habe hier 8 Stunden oder noch länger dran gesessen, um rauszufinden, wo der Fehler im Pfeffer-Dingsbums begraben liegt. Jetzt bin ich wieder selten dämlich und finde nicht, was ich machen muss. Irgendwas ist immer. Genau, Höhlensteine. Höhlensteine. Die muss ich jetzt machen. Oh, ich habe so viel gefarmt. Ich weiß ja nicht, wie viel gefarmt habe. So, dann muss ich ihn mal hier hin, glaube ich. Ah, wieder falsche Taste. Irgendwie komme ich heute gar nicht zurande. Hier haben wir sie. Juhu, wir können neue Metalle abfarmen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ist das geil oder ist das geil? Ich weiß es nicht. Wollen wir hier mal die ganzen anderen Schlömse noch machen? Bomben, keine Ahnung, sowas hier. Tränke, ja, haben wir. Jede Menge, wie gesagt. Eimer. Ach, da muss ich euch noch so erzählen, weil ich mit dem Eimer hier am Wormike Lava habe. Das war ganz irre passiert. Das muss ich euch aber erzählen, ey. Hier war wirklich eine Menge los. Hier war die Hölle los. Das war so krank. Ich habe schon fast die Nase voll gehabt, gestrichen. Und zwar richtig. Warum mache ich das hier alles so blöde? Mache ich doch einfacher. So. Das brauche ich. Schlickblock brauche ich jetzt mal nicht. Habe ich Magic Mirror? Ja. Wo habe ich mein Holz? Hier habe ich mein Holz. Und irgendwo habe ich auch hier noch Plastilize, wollte ich sagen. Nee, Glibber. So, theoretischerweise habe ich jetzt alles. Hoffe ich zumindest. Jo, sieht gut aus. Jo. Lehmblock? Nee. Ich wollte andere Blöcke haben, aber egal. Ah, da haben wir sie ja. Gut, okay. Passt. Gut, was ist noch passiert? Folgendermaßen ist noch passiert. Und da war ich richtig nörgelig den Tag. Oh, ich dachte, ich höre gleich auf zu zocken oder so. Und zwar folgendes war passiert. Schaut mal, wie viel Dinger hier sind und warum hier Löcher drin sind. Sagt man, da ist Lava drin und hier ist ein Loch drin und hier sieht so komisch gleichmäßig aus. Das hat damit zu tun, dass ich hier Lava hinkippen musste. Ich hatte einen Piratenüberfall gehabt und hab den gerade mal so überlebt. Wa? Das war echt übel gewesen. Aber auch das ist jetzt mittlerweile Geschichte. Glücklicherweise. Also, das war echt übel gewesen. Und dann wollen wir mal schauen. Das war hier. Ich mach mal die andere Richtung. Die sieht so unfreundlich aus. Oh, das ist wieder wie gewesen, was ich gesagt habe mit diesem Grünzeug, dass das überall hier so wank wächst. Oh. Und jetzt geht's in die Haaröle. Jetzt hoffe ich mal, dass ich... Ja. Ich wollte sagen, Ran, jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt... Oh, nö, oder was? Nochmal. Das ist zu... willst du mich verhindern? Wer will mich verhindern? Ja, aber ganz gewaltig. So, jetzt geht's hier aber ran, oder? Na, endlich. So, okay. Geht's oder geht's nicht? Oh, endlich. Ich kann Erze. Doch, ist das geil. Ich glaube gar nicht, wie ich mich jetzt gerade freue. Das ist der Wahnsinn. Das war ja schon abnormal. Ich habe ja gesucht, wie blöd und durchgefunden. Aber jetzt funktioniert's endlich. Oh, ist das herrlich. Oh, Erz, 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 Erz. Hui, und wir haben so viel von diesem Zeug. Das wird ein reinstes Erzparadies jetzt werden. Komm hier hoch.
Na, komm hier ran. Genau. Juhu. So. Die nehmen wir mal wieder mit, die Klappen. Die brauchen wir ja wieder, tonnenweise. Überall. So, den lassen wir hier mal einmal eingezogen. Dann kommen wir hier nämlich sauber hoch. Ist ja nicht mal so grundverkehrt. So, und dann geht's weiter. Hier oben haben wir das nächste Erz. Sehr schön. Ah, ich sollte natürlich auch irgendwie da hochkommen können. Das wird wieder hier die... Oh, was ist denn da los? Feindlichkeiten über Bord. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Nein! Oh Gott, noch ein Käfer. Nein! Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ja, hier. Nee, das geht ja nicht. Das ist ja... Ist ja... Hohoho. Super. Da kommt so ruhige Musik und ich sterb ab. Naja. Gut. Jetzt bin ich hier völlig falsch, aber boah, ja, hier mal runter bis zum Dingens. Geht ja auch. Da haben wir ja auch noch Erz, aber ich glaube, das kriege ich nicht, wa? Schauen wir mal. Ja, ist das so? Mal kicken, hä? Wenn man nicht kickt, dann weiß man nicht. Okay. Wow, what is this? Aua. Okay, den haben wir. Danke sehr. Dann Autopiloto. Zack. Und gib ihn eins. Die hat auch so einen schönen Leuchteffekt, diese Axt, muss ich mal sagen. Sieht nett aus. Ja, während die Piraten mich da übrigens angegriffen hatten, da oben, da wurde ich, glaube ich, mindestens 100 Mal gekillt oder so. Gefühlte 100 Mal oder noch öfters. Also ich wollte schon sagen, so ein Mist, jetzt ist die Welt verdorben, ich komme jetzt nicht mal voran. Weil das Problem war ja gewesen, ich bin ja noch nicht mal aus meinem Raumschiff nachher rausgekommen. Das war ja richtig übel gewesen. Das war mit einer Menge Fummelei sozusagen da rauszukommen. Das war ja nicht einfach. Und ein Glück habe ich immer so einen Rückspeicher von der Welt, ja, dass ich immer dort und dort zurückkomme. Arbeite ja mit mehreren Backups sozusagen. Und das hat sich dann schon mal sozusagen glücklich gestaltet. Ja, das kriege ich noch nicht. Und irgendwo kommt hier was Wurmliches an. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Wurmkur! Unangenehm mit Vieh. Jo. So hier schön lang. Oh, Epstein-Bock. Block. Epstein, alles muss versteckt sein. So. So, jetzt muss der Wurm aber dann glauben irgendwie. Oh, immer noch nicht. So, jetzt aber. Da ist ein ganz fieser Wurm gewesen. Aber den haben wir auch erledigt. Ja, nicht mal so unübel. So, ein Skeletti. Da schalten wir lieber auf die andere Waffe. Weil die hat ein bisschen mehr Rückstoß. Das ist nicht verkehrt. Und vor allen Dingen brauche ich mal wirklich eine neue Waffe. Weil die Waffen, die ich jetzt hier aktuell habe, das ist alles nicht so wirklich zweckgemäß, ja? Das ist so ein Problem, was ich aktuell habe. So, hier wollte ich noch eine Fackel hinmachen, damit man weiß, dass ich hier eigentlich schon mal war. Ganz fieses Skelett. Ja, spring mal runter hier. Okay, du willst nicht runterspringen? Dann wirst du runtergesprungen. So. So in etwa wirst du runtergesprungen. Ist doch ja nicht so schwer. Ne? Oh, hier schön rüber. Haben wir. Und, aha, da haben wir wieder neues Material. Sehr schön. Und da werden wir auch gleich wieder unter Beschuss genommen. Super. Ganz großes Kino. Hab ja auch nichts anderes zu tun, als unter Beschuss genommen zu werden. Und da unten jetzt dann gleich weiter. Wollen wir mal da runter gehen? Ich denke mal, wir gehen da runter.
Die Neugierde. Wenn die Neugierde nicht wäre, Leute. Oh, da ist ein Herz. Wo ich keins mehr brauche, wa? Ja. Oh, so schöne Musik gerade. Das ist schön angenehm. Das macht Freude. Ja. Hoppali, hoppala. Na komm, kleines Skelett. Seonak. Ein Seonak ist eingetroffen. Wer auch dieser Seonak immer ist. Wenn der sowieso nicht decayen wird. Kennen wir ja. Bei mir decayen die alle. Okay, richtig hier. Sammeln hier. Na komm her. So, haben wir nochmal ein Herz. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen können. Vielleicht können wir das irgendwo mal als Deko hinklatschen oder so. Kann ja sein. Da ist nicht wirklich viel. Da unten ist aber irgendwas Bläuliches. Okay, wir gehen den Weg. Sieht ein bisschen verlockender aus. Ich wollte ja sowieso hier lang. Wer es glaubt. Pilze, tatsächlich. Pilzregion forever. Okay. Das wäre was für Tim Quantum übrigens hier. Mann, hier die Sammelei hier. Der Junge ist echt fleißig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schön der Junge hier gediehen ist. Mann. Er kommt ganz nach Papa, würde ich sagen. Ich habe früher auch eine Menge gesammelt. Oh, wie geil ich gesammelt habe, ey. Briefmarken, Aufkleber, alles Mögliche. Genau, was man so sammelt halt, wa? Macht nicht viel Sinn, aber man hat sie gesammelt. So. Oha, hier ist gerade mir zu viel Action los. Jede Menge Truhen. Okay, Fledermaus. Komm mal, du Fledermaus, du böses Vieh, du. Aber ja. Mach dich kalt hier. So. Warte mal, wir machen das mal ein bisschen anders, weil es könnten hier Schatztruhen sein, die gar keine Schatztruhen sind. Da werden wir mal gleich rausfinden, ob das böse Schatztruhen sind oder gute Schatztruhen. Weil zwei Schatztruhen hintereinander, das ist verdächtig. Okay, das ist eine richtige Schatztruhe. Dann werden wir mal alles ausräumen. Aber die könnte ja auch noch böse sein, die Schatztruhe. Könnte so eine gefälschte sein. Die springt mir dann an und ich bin dann, wow, was ist denn das? Das ist nochmal anderes Material. Wollen wir mal hier Fackel aufstellen? Boah, das ist eindeutig anderes Material. Das ist so ein schwarzes Dunkel, was das auch immer ist für Material. Keine Ahnung. So. Oh, da ist sogar gleich Lava. Wahnsinn, was hier rumlabert. So, dann gehen wir hier mal weiter. Schubidubidu. Und da ist nochmal eine Truhe. Das ist nochmal eine echte. Oh, alles ausräumen. Genau. Wie viele Metalle haben wir denn jetzt schon gesammelt? Wo habe ich denn das? Yamal ist eingetroffen. Hallo, Yamal. Ich habe gerade keine Zeit für dich. 63. Ja. Ich denke mal, dass das reichen wird. Gehen wir mal nach oben. Ne Rohr? Ja! Okay. Auf zum Verhütten! Hütten, Hütten, Hütten! Und dann können wir gleich das nächste Metall nehmen. Und wenn wir das haben, dann haben wir endlich mal weiter hier. Wo haben wir das denn hier? Da haben wir da. Palladium-Bar! Da haben wir die Palladium-Bar. 21, na hoffentlich reicht das. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Mohammed, da ist er auch schon. Ja, Palladium-Spitzhacke 130. Pickelicke. Lauren ist eingetroffen. Warte mal. Ich habe nämlich was rausgefunden. Wenn man rausgeht und speichert. Oder? Nee, lassen wir mal sein. So, also hier hoch. Haben wir da Palladium. Ja, die sieht schon ein bisschen größer aus. Jetzt holen wir uns das andere Metall. Genau, das machen wir jetzt.
Metalle. Jetzt ist ja Metallzeitalter hier. Genau. Hallo. Kriegst was mit der Axt verpasst. Warum? Weil ich das sage. So. Wieder hier runter. Jetzt in die Richtung. Dann schauen wir mal, was wir da an Metallen finden. Yeah. Schubidu. Da ist jetzt gerade nichts. Jetzt brauchen wir den Lila. Jetzt Rot brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir Lila. Lila. Das war Rot gewesen. Hier waren wir einmal gestorben. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Yeah. Man muss ja auch mal was positiv reden. So nach dem Motto, ja, das Sterben, das war eine ganz tolle Herausforderung. Aber das haben wir auch hier meistert. Oh, ich schau mal, wie viel rotes Zeug wir hatten. Und da kommt jetzt mit Lila. Lila. Juhu, Lila. Und Lila, das geht jetzt richtig ab. Und da muss ich dann darunter dieses Schwarze holen, denke ich mal. Das wird dann die nächste Stufe dann danach sein. Das ist mir irgendwie vorher ja nicht aufgefallen, dass es so ein Schwarzes gibt, aber okay. So, na gut, das Bunte fällt ja auch richtig auf, sagen wir mal so. Na, das ist ja nur nicht von der Hand zu wesen, ne? dass das auffällt. So. Und weiter geht's hier in die Tiefen hinab. Oh, ist das herrlich. So, jetzt ist das hier ein bisschen dunkler geworden, aber das ist kein Problem. Ich mach gleich mal eine neue Fackel hier hin. Das sieht irgendwie wässrig da drin aus. Das ist auch wässrig. Das sollten wir auf alle Fälle da lassen, eine Position. So, und da ist wieder so ein dunkles Zeug, wie es aussieht. Das schauen wir uns mal gleich an. Ja! Oh Gott, schon wieder dieses ganz übliche Skeletting und so weiter. Und dann natürlich so ein blöder Wurm. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann nochmal sowas hier. Mensch. Oh, Glück gehabt. Das war jetzt gerade wirklich mehr Glück als Verstand. Machen wir mal so. Ich habe die Schnauze voll von euch Skeletten. Machen wir hier mal ein bisschen Safety. Safety first und so, ne? Schauen wir mal, was hier drin war. Irgendwie sah das so komisch aus, dass hier Metalle drin gewesen wären. Aber irgendwie sah das wohl nur so aus. Ja, da war der Wunsch des Vaters, des Gedanken. Nee, da ist nichts drin. Das sah nur so aus. Juh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier uns irgendwie so lenk geistern, ohne dass uns die blöden Fische da bekommen. Machen wir ja immer so. Und dann gib ihm mal eins. Genau. Schön hier lang. Ja. Gut, okay. Dann müssen wir hier doch ein bisschen was wegmachen. Ob wir wollen oder nicht wollen, das ist so. Gut, okay. Weiter geht's. Da haben wir nochmal ein bisschen Lila. Lila. Das ist aber wirklich nur ein bisschen, ne, Leute. Ja. Das ist hier Geizfaktor 6000 gerade hier. So. Ja, du kleine Fledermaus. Ja. Ne, wir müssen das anders machen. So rum. Genau. Boah, alter Falter, ey. Gut, okay, weg ist er. Und weiter geht's hier runter mit uns. Schubidu. Oh, da ist so düster. Hier war ich gar nicht mehr, oder was? Okay. Lila. Oh, Fledermaus. Fledermaus, komm her, du. Du böses Fledermäuschen, ey. Mäuschen ist gut. Bei den Aggressivitäten, was das Ding ja an Tageslicht legt, Und nochmal ein Wurm, toll.
Das Spiel will's wissen. Gut, okay. Und noch eine Fledermaus. Das kann ja nicht wahr sein hier. So, warte mal. Jetzt machen wir mal Trick 17. Ja, super. Ganz großes Kino. Ja. Nee, hat nie wo wollen sein. Ach, jetzt liegt meine Kohle noch da. Ah, 2 Goldmünzen. Ja. Das kann nicht sein hier. Gut. Nochmal runter. Ja, ja, ich gibt echt unangenehme Schichten hier. Ah. Jo, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. So. Ein bisschen süffeln. Jake ist eingetroffen. Captain Jake. Ja. Hui. Oh. Gut. Mal schauen, dass wir hier wieder so ein lila Zeug finden. Viel hat man jetzt noch nicht davon. Ne? Das ist, oh nein, Wasser! Ich bin ja so trottelig. Ich hab das Wasser rausgelassen. Ah. Na gut. Na. Null. Die ist ja blöd. Blödes Ding jetzt hier gerade. Na gut. Machen wir den mal kalt. Dann machen wir hier nochmal eine neue Fackelung hin. Okay. Und nochmal eine neue Fackelung. Na? Okay, passt. Wackelt. Hat Aircondition. Na, gehst du runter oder gehst du runter? Nö, du willst nicht runter. Na, du willst mir ärgern, wa? Na jo, dann sollst du hier mal meine großen Pwnhammer, Pwnhammer schmecken dürfen können. Na, nimm mal ran. Und bam, weg ist er. Gut, dann brauchen wir hier wieder mal Lichtverfackelung. Einmal Lichtverfackelung hier, einmal Lichtverfackelung da oben, damit wir hier ein bisschen was sehen. Oh Gott, bis wie weit ist denn das Wasser mir hier alle weggeruppt hat hier? Verdammte Acke. Hacke. Ja. Wie unangenehm seid ihr denn? Oh Gott. Nein, 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 nein. Weg hier. So. Jetzt höre ich wieder einen Wurm. So, der Wurm ist gekurt. Jetzt hole ich gleich noch einen Wurm. Man gönnt sich ja sonst. Oh Gott. Das geht jetzt schon wieder die ganze Zeit so weiter, oder was? Blutmond steigt auf. Auch noch. Oh Gott. Das ist Jake. Ich hab hier echt Unglück aktuell. Unglück. Noch ein Wurm. Alter Falter, was ist denn hier los? Das ist doch nicht mal normal hier. Jetzt gehen wir mal woanders hin. Jetzt hat die Schnauze voll. Gucken wir da hinten in den Eisding drin. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Der Wurm, der verfolgt mir bis hier oben hin? Das ist doch nicht normal hier. Das ist doch hier abnormal hier. Das ist doch ungerund. Das kann nicht wahr sein hier. Da ist immer noch der Wurm. Ich fass es nicht. Gut, gehen wir unten lang. Hab's begriffen. Bin ja nicht so schwer begrifflich. Hier mal die Richtung, warte, gewesen war, ja. Schuidu! Kill den Flummi da!
Genau. Flummi ist down. Besser ist das. Oh. So viele Viecher, das kann ja nicht wahr sein hier. Das ist doch Schikane hier. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Das ist eine Sauerei hier. Ja, gib mir eins hier. Oh Gott, ey. Machen wir mal so lang. Dann habe ich einen sauberen Weg. Ja. Da kann er nichts mehr ausrichten, ne? Da zappelt er nur rum, ne? So. Süffelpower. Oh Gott. Da denkt man, ja, man kann wieder ein bisschen ernsthafter zocken, weil man was hat. Dann hat man doch nichts. Gut. Na komm her. Genau. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine neue Rüstung bauen und so, ne? Wäre mal nur so eine Idee. So, Fledermaus, komm her. Na komm. Fleder. Okay, weg ist er. Gut. Wisst ihr was? Ich sammle jetzt die Grütze hier auch nochmal. Dann mal gucken, ob ich daraus noch eine Rüstung bauen kann. Das ist ja hier abnormal sonst. Ah, irgendwie, dass ich weniger Schaden nehme und so. Wäre ja nicht unverkehrt. Im Grunde. So, bis dahin. Okay. Ja, da kommt nochmal Wasser raus. Oh Gott. Wenn ich Pech habe, dann habe ich Pech ohne Ende. Aber ich habe dafür jede Menge Erze ohne Ende. Das ist ja auch eine Menge wert. Genau, holen wir uns das mal hier ran. Ja. So, Erze. Gehen wir nochmal hier ran. Holen wir uns die Erze raus. Ist ja jetzt ganz blöd, dass da überall Wasser rauskommt. Macht mir natürlich alle da beleuchtungstechnisch futsch. Aber na gut. Was soll ich machen? Ja. Ist alles ein bisschen blöd gelaufen dann, ja? Sozusagen. So. Wie lange hält die Fledermaus aus, wollte ich gerade sagen, ja? So, ein Beleuchtungselement hier hin. Einer ist da. So, dann machen wir... ja, natürlich nicht. So, immer bis dahin. Ja, Fledermäuse, ihr seid super aggressiv. Ne? Hm? Gut, immer die Null-Taste. Um hier ein Beleuchtungselement zu setzen. Oh, wieso laufe ich denn jetzt so komisch rum? Och, ich bin verwirrt. Na toll, ausgerechnet so komme ich überhaupt nicht klar. Oh Gott, das kann nicht wahr sein hier. Oh, Exorcist, die in eigenen Innereien herausquellen. Super. Das nennt man familienrechte Unterhaltung, Leute. Das ist die familienrechte Unterhaltung. Innereien rausquellen. Nee, die Richtung war ganz blöd. Wir gehen mal unten hin. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Hier runter. Und ich sehe gerade, wir müssen sowieso eine Aufnahme halt machen. Hä? 29 Minuten und so. Mensch. Ich würde mal sagen, machen wir einfach mal hier Halt und dann buddel ich mich so lang. In der nächsten Folge. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau so. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Das war's doch gewesen. Also, liebe Leute, bis denn. Lasst euch nicht ärgern, so wie ich hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, Cheerio, bye bye.